CSU-Fraktion hat jetzt als letzter Redner in dieser Debatte das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist knapp 2 Wochen her, dass in München-Gladbach ein junger Mann sein Leben lassen musste, weil einige Unbelehrbare sich ein Rennen auf öffentlichen Straßen mitten in der Stadt lieferten. Ein weiterer bekannter Fall, der Minister hat darauf hingewiesen, ist der Fall in der Nähe hier am Berliner Kurfürstendamm mit 160 km/h mehrere rote Ampeln überfahren. Ein unbeteiligter Autofahrer ist zu Tode gekommen. Das sind lediglich 2 prominente Beispiele der letzten Wochen und Monate, die Aufsehen erregt haben. Aus den regelmäßigen Berichterstattungen in der Presse wissen wir aber, dass dies inzwischen nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass es inzwischen auch, kann das so deutlich sagen, selbst bei uns im ländlichen Raum ein Massenphänomen geworden ist. Auch wenn es noch an einer offiziellen Statistik fehlt, Frau Lühmann hat auch darauf hingewiesen, gehen Expertenschätzungen davon aus, dass illegal veranstaltete Straßenrennen für eine Vielzahl von Verkehrstoten und auch Verletzten verantwortlich sind. Es gibt vielerorts eine regelrechte Raserszene, die sich dann über Chatdienste verabredet. Und wir müssen als Gesetzgeber heute handeln und tun dies, um diesen Wahnsinn auf unseren Straßen endlich zu beenden. Der vorliegende Entwurf des Bundesrates, den wir uns als Koalitionsfraktionen im Grundsatz unterstützend beistanden, sieht nun die Einführung eines neuen Straftatbestandes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens des 315d Strafgesetzbuch vor. Hierbei wird nicht nur die aktive Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen unter Strafe gestellt, sondern auch das Veranstalten. Wie sah es bisher aus? Wir haben es schon gehört. Im geltenden Straßenverkehrsrecht wurden solche Fälle lediglich als Verstoß gegen das Verbot der übermäßigen Straßenbenutzung und damit als Ordnungswidrigkeit behandelt, die je nach Konstellation mit bis zu 500 Euro Bußgeld geahndet wird. Die erhebliche Gefahr für Leib und Leben wurde bisher überhaupt nicht berücksichtigt. Eine Abschreckungswirkung können wir damit bisher sicherlich nicht entfalten. Das ändern wir jetzt. Veranstalter und Teilnehmer müssen zukünftig mit drastischen Strafen rechnen. Bis zu 2 Jahre Haft oder Geldstrafe bereits beim Grundtatbestand. Wer darüber hinaus Leib, Leben oder fremde Sachen von hohem Wert gefährdet, Haftstrafen bis zu 5 Jahren. Und wenn bei dem Rennen unbeteiligte Personen verletzt oder gar getötet werden, beträgt die Höchstfreiheitsstrafe 10 Jahre. Um Wiederholungstaten einzuschränken oder verhindern, sollen Teilnehmern und Veranstaltern dieser Rennen im Regelfall die Fahrerlaubnis entzogen werden oder die Sperrfrist verhängt werden. Zudem ermöglichen wir endlich die Einziehung der Kraftfahrzeuge, die eben bisher nicht so einfach möglich war. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wesentliches Signal, das auch noch mal aus der Anhörung kam, dass die Einziehung eines der zentralen Elemente eben auch ist. Die vorgesehenen Strafmaße sind aus unserer Sicht richtig, notwendig und angemessen. Und ich bin froh, dass wir das heute endlich verabschieden können. Trotzdem der Ausgangsentwurf aus unserer Sicht in die richtige Richtung ging, haben wir als Koalition und war uns auch als CDU wichtig, dass wir das Thema Alleinrasen richtig ernsthaft angehen. Wir haben auch die Versuchsstrafbarkeit geregelt. Auch das war bisher nicht der Fall. Auch das haben wir noch eingeführt. Aber die Praxis hat eben gezeigt, dass es regelmäßig vorkommt, dass die Menschen auf den Straßen sozusagen Rennen gegen sich selbst fahren. Die fahren, um bestimmtes Tempo zu erreichen, oder die fahren sogar, um ihre Rekorde, die sie regelmäßig sich zu Hause eintragen, zu toppen. Und aus unserer Sicht damit ebenfalls ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verwirklichen. Ich will nur mal das Beispiel des Motorradfahrers und YouTubers, jeder kennt ihn, glaube ich, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt hat, Alpi, zur Erinnerung rufen, der vom Landgericht Bremen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde und der regelmäßig nach seinen Fahrten mit 170 durch die Bremer Innenstadt das Ganze auf YouTube hochgeladen hat. Diese Problematik drehte sich dann auch im Wesentlichen die Expertenanhörung. Und deswegen haben wir mit dem heutigen Änderungsantrag ein abstraktes Gefährdungsdelikt dazugeführt. Das ist richtig. Und welches vorsieht, dass der Fahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit, auch das ist bereits ein im Rahmen 3 StVO oder 315c StGB eingeführter Begriff, zu dem es auch Rechtsprechung gibt, sich rücksichtslos fortbewegt und das Ganze auch grob verkehrswidrig. Damit wird neben dem Veranstalter und dem klassischen Teilnehmer am Rennen jetzt eben endlich auch, das war uns sehr wichtig, auch der Einzelraser von der Vorschrift umfasst. In der Anhörung, das wurde darauf hingewiesen, wurde nun angemerkt, dass diese Regelung an vielen Stellen zu viele unbestimmte Rechtsbegriffe enthalte. Deswegen haben wir uns intensiv im Nachgang der Anhörung nochmal Gedanken gemacht und nach Formulierungen gesucht, die besser passen und die auch die Rechtsprechung schon umfasst. Nicht angepasste Geschwindigkeit bedeutet heute bereits ein zu schnelles Fahren, das Geschwindigkeitsbegrenzung verletzt
oder in den konkreten Verkehrssituationen zuwiderläuft. Die Begriffe verkehrswidrig und rücksichtslos sind bereits von 315c umfasst und sollten auch für die Rechtsprechung kein Problem darstellen. So steht es jetzt auch möglicherweise in der Begründung des Antrages drin. Hierdurch, und das ist uns ja auch wichtig gewesen, wir haben einige schon darauf hingewiesen, verhindern wir eben auch, dass wir jede Geschwindigkeitsüberschreitung umfassen, sondern wir fassen eben diese, die ein eigenes Rennen fahren wollen und nicht, Frau Künast hat gesagt, zu schnell zum Bäcker gefahren sind. Das ist eben so. Ich denke, dass wir damit insgesamt Formulierungen gefunden haben, die es den Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten ermöglichen, die Taten aufzuklären und abzuurteilen. Und damit schließen wir auch eine ganz wichtige Strafbarkeitslücke. Noch ein, zwei Sätze zum Antrag der Grünen. Ich glaube, uns eilt hier alle, das haben wir auch in Anhörung gemerkt, dass wir die Eindämmung und Verhinderung der Autorennen deutlich angehen wollen. Es wurde darauf hingewiesen, dass das nicht ausreichend sei, auch in der Anhörung. Aber auch der eigene Antrag wurde ja von den Sachverständigen durchaus sehr, sehr kritisch gesehen. Nur die leichte Änderung bei 315c würde eben einen Großteil der Tatbestände nicht umfassen, haben die Sachverständigen darauf hingewiesen. In diesem Sinne, glaube ich, haben wir eine deutlich bessere Regelung gefunden, um abzuschrecken, um auch die Gesellschaft zu sensibilisieren für dieses Thema. Dieser entwickelte Straftatbestand wird diesem Fall gerecht. Bedenken Sie noch mal vielleicht am Ende vor Ihrer Entscheidung das große Sicherheitsbedürfnis unserer Straßenverkehrsteilnehmer und ringen sich vielleicht auch zu einer insgesamten Zustimmung zu. Ich bedanke mich auch noch mal bei allen Politikern der SPD. Wir haben das wirklich sehr schnell, gut und sauber hingekriegt in diesem Zusammenhang. Natürlich auch bei den Ministerien, damit jetzt alle auch mit beglückt sind. Und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen,